Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen auf Spieltrieb TV zu einer weiteren Folge Let's Play Faster Than Light. Ihr musstet ein wenig darauf warten. In den letzten Tagen war ich doch sehr beschäftigt und habe irgendwie darüber hinaus dann Faster Than Light ein bisschen aus den Augen verloren. Aber Private Memo hat mich natürlich wieder daran erinnert, dass eine Folge fehlt und somit werde ich dieses nachholen. Die Situation an Bord unseres Schiffes ist irgendwie immer noch gleich. Wir haben zwar drei von diesen Lanius-Typen und unseren Artium, unseren Reparaturmeister an Bord. Waffentechnisch stehen wir mit dem Phased Iron und dem Burst Laser Nummer 4 recht gut da. Sind eigentlich auf einem guten Weg. Ich würde ganz gerne versuchen, in dieser Folge ein bisschen die Schilde weiter hoch zu bauen und ein bisschen in den Subsystem zu investieren. Mal schauen, ob uns das gelingen wird. Wir haben hier oben eine Quest. Kommen wir da einigermaßen wieder gut weg? Können wir. Also gut, ab die Post. Schauen wir mal, was uns da erwartet. Ein Schiff ist konstruiert. Working. Wir sind ein paar fließig. Das war ja mal gar nichts. Das war ja mal überhaupt nichts. 15 Scraps. Wollt ihr mich verarschen oder was? So, ich will hier was Ordentliches. So. Ein Rebell. Eine Rebell. Was hat der Rebell denn? Reparaturdrohnen. Unschöner Raketenwerfer und ein völlig unbedeutender Laser. Das bedeutet, wir machen das. Dann machen wir das. Brauchen wir eine Hacking Drone und ich muss kurz überlegen, wie das M war das nochmal. Ja, wir setzen M da an und setzen die Hacking Drone auch noch da an. Also machen es richtig doppelt und dreifach tot. Tötet euch! Bringt euch um! Haben sie eigentlich eine Reparatur? Die haben sie ja gar nicht. So, das war die Drohne. Aber dieses Verwirrdings hier ist schon echt geil. Das ist Mind Control. Und wie ihr seht, wir sind relativ... ein Charge Overcharger, was ist das? Ein Shield, ein Charge Overcharger, ein Shield Overcharger, meine Fresse. Request Drone on the Plan creates a single Super Shield Barrier, apparently. Ah, okay. Die Super Shields, das sind diese Dinger, die noch zusätzlich oben drauf kommen. Von daher, oh, ein Store. Leider ein bisschen wenig Scrap, das könnte uns vielleicht ein bisschen ins Genick schießen jetzt. Wir schauen mal. Erstmal, was wir verkaufen können. Diesen Mist. So, und was haben wir denn? Ein Kurtransporter brauche ich nicht. Drone Control, nicht finanzierbar. Artillerie eigentlich auch nicht. Oh, was ist das hier alles? Effector Drone. They can continue to disrupt multiple enemy combat. Drone simultaneously. Fettes Missile. Heavy Anti-Ship Missile Drone. Missile. Drone, so rum. So, nun, so, repeat the attacks, the enemy ship with heavy missile strikes. Ja. Und dann steht wieder nichts drauf, was sie können. Also, Sprit und ein paar Drohnen brauchen wir auch. Wir sind ein bisschen low. Ansonsten ignorieren wir den komplett und fliegen weiter. Auf was für eine gibt es bei mir nicht. Sowas haben wir hier. Ein Antipersonenlaser ist das, glaube ich, zu meinen. Und ein einfacher. Völlig unbedeutender. Wir haben eine Cloning Bay, das heißt, wir brauchen mit Dings nicht ankommen. Und verwirren werden wir den. Warum den? Der ist der Nahkampfstärkere als der komische Artyom-Typ. Daimler, okay. Bring ihn um. Ich muss unbedingt mal meinen Kontroll verstärken. Okay, wir müssen, glaube ich, in die nächste Stufe starten, weil das ist ja irgendwie völlig krank, was ich hier zusammen schieße. Die haben ja gar keine Chance. Stations, bla bla. Intruders on board. Rockies mögen. Blub, da habe ich gerade angesprochen. Ich habe vergessen, mein Steam auszumachen. Oh, fail. Na egal. Rockies sind doof, aber Rockies hauen gut rein. Also hau du mal gut rein. Die können hier fleißig versuchen, irgendwas einzunehmen.
Es wird ihnen wenig helfen. 15 Scrap und viel zu wenig. Nope. Na, wie geht's euch, Rocky? So ohne Luft ist einfach scheiße, ne? Es ist einfach Müll. So, meine Freunde. Jetzt machen wir mal so eine kleine Exkursion in der Frage. Wie lange kann ein Rocky ohne Sauerstoff auskommen? Na, ihr kleinen Rockies, das war wohl nix. Ein Satz mit X, das war wohl nix. Ach, X war das. So, und jetzt müssten wir eigentlich kurz warten, bis Artyom loslegen kann. Unser Reparatur. Mensch, fürs Grobe. Natürlich würde ich ganz gerne auch einen weiteren Lanius-Typen mit Artyom. Ich gebe es ja zu. Aber nun ja. Und zurück auf eure Station. Ich gebe es ja zu. Ein weiterer Artyom wäre nice. So. Schild oder Mind Control? Schild. Mind Control. Mind Control bedeutet Roost Health and Damage. Das wären 280 bis zum dritten Schildball. Die haben wir noch nicht. Also machen wir den. Weil der ist schon nice. Das ist schon böse. Oder? Das kann man nicht anders sagen. Das ist böse. Vor allem, wenn wir jetzt einen schönen Nahkampftypen haben. Klar, die finden wir die. So, was haben wir hier? Der ist relativ irrelevant. Das ist eine normale Ionenkanone. Und dann hat er hier noch so einen komischen eine Repair Drone. Das finde ich ja mal gar nicht nett. Den stellen wir gleich mal aus. So. Weil hier die dumme Eigenschaft, die Hülle zu reparieren, wenn mich nicht alles täuscht. Und das will ich ja nicht. Also der kommt nicht durch. So, gibt es volles Pfund. Aufgefressen. Hat doch ganz schön viele Drohnen, die hier raus sind. Und die sitzt vielleicht hier oben. Das ist schon nett. Also die Kombination ist schon ziemlich böse. Also das muss man in aller Gebührendeutlichkeit sagen. Das ist schon ziemlich böse. Ach, soll mich nicht weiter stören? Use these aggressive, all of your material ships have been destroyed or damaged. However, they have been reported of our Mantis war copy. Few jobs of can you help us? Ja. Können wir das noch machen? 1, 2, 3. Und dann fliegen wir wieder zurück. Oh, das ist natürlich doof. Könnten die unten lang fliegen, aber es ist ein Nebel. Nebel mag ich nicht. Fliegen wir im Kreis. Beten wir, dass es sich lohnt. Ein kleiner Lanius-Typ wäre. Immerhin ein Fuel. Das ist nett. Und jetzt. Gott, Surrender. Träum weiter. So, altbekanntes Spiel. Und jetzt haben wir halt den Vorteil, ich habe ja gesagt gehabt, jetzt können wir unsere verstärkten... Oh, er hat eine Planetary Artillery. Da müssen wir ein bisschen drauf achten, dass wir hier von uns verpissen, so schnell es geht. Oh, er hat überlebt. Das ist ja geil. Versuchen zu flüchten. Ich glaube nicht, dass es noch gelingt. Tja. Incoming. Distance ist mir völlig egal. Ich verpiesel mich. Jetzt muss ich kurz rechnen. Schaffen wir das so? Das sieht zu knapp aus. Wir gehen jetzt Safety Weg.
Wir gehen den Safety-Weg. Oh, ich rede ein Deutsch heute. Schockierend, oder? Völlig schockierend. Wenn wir es könnten, würden wir sie gerne führen, aber wir tun es einfach nicht. Wir sagen einfach, wir gehen eine Stufe höher. Und wahrscheinlich kriege ich jetzt volles Pfund auf die Fresse. Aber naja. Es war zu einfach, oder? Es war zu einfach. Socialized. NG. Level 5. Ja, ja. Who fucking cares? Endstation. Ja, das klingt gut. Oh, kein Fuel mehr. Oh, schlecht. Schon ist Damage. Jo, danke schön. Genau das hätte ich jetzt auch brauchen müssen. Die 10 Fuel geht man dann immer ganz schön low, wenn ich ehrlich bin. Nein, das kannst du vergessen. Eine Crew. Genau, ich habe nur 4 Mann. Das ist keine Crew, das ist Rumpf. Das ist ein Minimum des Minimums. Ja, komm. Warum ich mit meinem Landestyp nicht sprechen kann, ist mir aber auch noch ein Rätsel. Können die nicht sprechen? Oder wollen die nicht sprechen? Ich hätte vielleicht lesen sollen. Oh, Leute, ich brauche Fuel. Ich brauche nicht irgendeine Questmarker-Dreckscheiße. Ich brauche Fuel. Sorry. Wie könnten sie jetzt noch angreifen? Das Problem beim Angreifen ist natürlich, dass wahrscheinlich mal unser kleiner Artyom das nicht besonders toll findet. Oh. Oh. Zwei Stores nebeneinander. Das hat zwar mein Treibstoffproblem gelöst, aber mein Geldproblem nicht. Na super. Naja, wir schauen mal. Zum Verkaufen haben wir nichts. Zum Kaufen haben wir. Was ist das? Eine Ionen-Cluster-Bomb. 3 gleich. Oh, ist das fies. Das ist fies. Ist auch eine Reach auch mit rein oder was? Das ist böse. Das ist schon böse. Hier sind Cover Tracks und die Laser requires an empty beacon. Fuel. Jump. Next. Ja, interessiert mich nicht. Was hat die denn Hübsches? Oh. Das ist natürlich eine harte Frage. Ihr kennt die aus der letzten Serie. Da habe ich die, glaube ich, auch gehabt. Ich glaube, die nur in groß gehabt, glaube ich. Sie braucht ziemlich viel Saft. Aber ich weiß nicht, ob ich da nennen könnte. In der letzten Folge hat sie mir in dem Endkampf doch sehr, sehr, sehr geholfen. Diese 8 Schaden. Das ist schon ordentlich. Ja, ich kaufe sie. Ich kann nicht anders. Weil das Ding ist einfach. Du kannst weg. Der kann eigentlich auch weg. Das ist einfach Wahnsinn. So, jetzt habe ich hier noch zwar so schöne paar People hier zu kaufen, aber die interessieren mich alle nicht, weil, wie gesagt, ich will ja eigentlich nur Lanius-Typen haben. Und zwar ausschließlich Lanius-Typen. So, was wir jetzt machen werden, ist, überlege gerade, ob ich den... Ach nee, habe ich nicht noch. Schade. Die Türen könnten auch durchaus noch das eine oder andere Upgrade erfahren. Na, irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe den Sektor nicht sehr sinnvoll genutzt. Aber, naja. Macht ja nix. 2 Fuel und 18... Nö. Piraten lassen wir nicht leben, oder? Sie sind hier zwar... Freu dich dabei. Du.
Und willst du, was willst du da? Kannst ruhig rein. Oh, das ist schon hart. Wäre es jetzt die im Fuel gewesen, hätte ich vielleicht noch ja gesagt. So, er hat sich überdacht, das wäre eine bessere Idee, nach Hause zu gehen. Finde ich persönlich auch. Und das war. Ach, das war. Das hätte ich doch machen sollen, scheiße. Dieser Burst Laser 4, das ist einfach eine Bombe. Das Ding ist einfach noch ein Store. Da fliegen wir da ja auch hin, oder? Drei Stores in einem Sektor, das ist ja also. Einkaufs-Overflow. Habe ich noch nie genutzt. Cloaking ist natürlich auch geil. Cloaking. Ja, ich hätte ganz gern noch ein Lanius, Jungs. Lanius. Soll ich es euch buchstabieren? Lanius. Weil die will man sofort mitnehmen. Ja, das klingt immer gut. Wenn man das, Union friendly. Ich gebe ihn 5. Nein, gebe ich ihn nicht. Weil, will nicht. Machen wir noch einen Sektor? Ach komm, wir machen noch einen Sektor. Aber wir bleiben jetzt erstmal in der Stufe, weil ich einfach vom Sprit her jetzt natürlich nicht so gut aufgestellt bin. Das ist jetzt leider Gottes ein bisschen das Problem. Jetzt habe ich schon drei Stores. Komm, NG. Ja, eine Drohne. Das ist nett gemacht. Drei Stores und dann nichts drin. Ne? Das ist natürlich ziemlich frustrierend. Hier können wir ein bisschen Strecke machen. Was? Pay that toll? Das kannst du ja mal total. Ah, und der versucht hier schon abzuhauen. Tja, dann hat er ein kleines Problem, denn. Ja, lass das mir in Ruhe. Wir schießen dahin, wir schießen dahin. Er hat einen Burst Laser. Ich glaube, das ist die Zweier- oder Dreier-Variante. Also nicht die ganz starke. Der ist völlig unbedeutend. Ein Hacking-Drone. Die sind, glaube ich, schlimmer. So, dann wollen wir mal gucken. Gut, das ist egal. Ich hätte jetzt noch meinen Hacking Drone genutzt, wenn er jetzt irgendwelche signifikanten oder lebenswichtigen Module angegriffen hätte, dann hätte ich natürlich. Weil ich jetzt mal versagt habe, nehme ich es mal nicht. Weil ich jetzt mal zu gierig war. Surrender gibt es bei mir nicht. Oh, das ist schon Ionen und so ein komisches Dings. Ein Wurmli, der nichts kann und eine Verstärkere. Nahkämpfer, diese komischen. Ach, ich vergesse mal den Namen. Ich vergesse mit den Namen, habe ich echt Schwierigkeiten. Also die Würmer haben den Nachteil, dass sie sehr, sehr schwach sind im Nahkampf. Lässt sich aber überhaupt nicht beirren. Ach, jetzt hat er gedacht, dass es vielleicht eine gute Idee wäre. Er versucht schon wieder abzuhauen. Das ist irgendwie in letzter Zeit so in. Ich muss auch nicht mal einen Typ hier reinsetzen, wenn ich hier oben mal sehe. Ach, lass mich doch mal links in Ruhe. Nö, diesmal nicht. Diesmal will ich mehr. Und kriegt ein bisschen mehr Scrap. Immerhin. Immerhin. Ich spare jetzt auf die 280, 320. Ja. Wir sind mal fair. Oder? Wir sind mal fair. Federation Scum. Du kleiner Rebell. Du da. Du da. Jetzt haben wir das Problem. Alle drei gleich stark. Also nehmen wir den diesmal. Warum? Weil dieser Raketendings hier mir ein bisschen Sorgen macht.
Jetzt macht er mir keine Sorgen mehr. Auch nicht schlecht. Knüppelt euch, tötet euch. Monika gegen Dexter. Wer wird gewinnen? Monika kriegt böse auf die Fresse. Hat zwar mehr Health, kriegt aber mehr auf die Fresse. Nope. Wer wird gewinnen? Wer wird gewinnen? Monika mit 7 und sie trennen sich. Unentschieden. Ist so ein bisschen, ist witzig. Ah, nein. Dass die Leute nicht merken, dass ich meine Ruhe haben will, wenn ich hier gerade meine Aufnahme mache. Schlimm sowas. Wirklich schlimm. Das muss ich nachher was irgendwie wegschneiden. Entschuldigung bitte für diese technischen Problematiken. Ich habe vergessen, Steam lautlos zu stellen. Kommt nicht wieder vor. Intruders on board. Da ist natürlich scheiße. Weit weg von allem. Was sind's denn? Zwei KIs. Die KIs haben den Nachteil, dass sie sowieso völlig irrelevant sind. Das heißt, im Grunde können wir sie schon in den Kampf schicken. Weil die KIs die natürlich nicht mit Sauerstoff nicht wirklich kümmern. So, das ging ja mal gut. Ja, Gott sei Dank, die KIs haben relativ wenig Health. Das ist ein kleiner Vorteil. So. Ich habe schon mal gesagt gehabt, dass mal die 280. Den einen haben wir ja schon mal. Brauche ich noch 180, 210. Da kriegen wir auch zusammen. Noch haben wir ja keine Rebellen im Nacken. Nö. Ich habe selber nur 12. Der Sprit ist echt ein Problem zurzeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, schöner Hintergrund. Intruders on board. Was hat er denn? Ein so klein? Na komm, du kannst. Geh sterben, aber geh lautlos sterben. So. Oh, hier geht's ja richtig ab. Volle Action. Wild kriegt aufs Maul. Lass meine Türen in Ruhe. So, das Schiff ist schon mal Geschichte. Meine Fresse, ist hier irgendwo ein Nest? Muss ich kurz gucken, nicht, dass Notch stirbt. Notch kriegt böse aufs Maul. Notch muss ich kurz zurückfallen lassen. Dafür muss er kommen. Ah, Crow kriegt auch aufs Maul. Muss ich auch verpissen. Ich würde sagen, auch Robin verpisst sich mal. Und dafür nimmt Artyom. Artyom ist unser Held. Er hat nur einen Schlag ausgeführt, aber er ist unser Held. Oder? Ja, ist unser Held. Okay, die Türen schließen. Können wir mal zwei hier runterschicken. Die schicken wir mal hier hin. Und du kannst mal heilen gehen. Noch eine. Genau. Das soll keine Musik sein. Die Lanius-Typen. Ich mag sie. Ihr mögt sie doch auch, oder? Komm, ihr mögt sie auch. Jeder mag Lanius. Lanius ist einfach nur geil. Fehler. So, wieder so ein kleines Drecksding. Und sogar mit... Na, das geht doch mal gar nicht. Dann machen wir mal gleich eine Hacking-Drone drauf.
So, Ruhe hier im Kasten. Jetzt kriegen gar nicht erst hier irgendeinen Schaden. Den wollen wir nämlich nicht. Er hat schon zwei Schilder, das sehen wir. Jetzt langsam müssen wir auf drei hochkommen. Ich kann sagen, nicht so. Erst hier kommen und Verwirrung und dann zu sagen, ach, eigentlich wollte ich doch gar nicht. So. Was hast du nun davon, wie versucht das zu verwirren? Gibt's volles Fund in der Fresse. 1, 2, 3, darüber. Das ist doof. Kommen wir da. Oh, da kommen wir auch da oben. Sehr schön. Ich hätte gern. Sag mal. Habe ich euch das erlaubt? Blöden automatischen Dinger hier, du. Geht ein volles Pfund auf den Keks. Ah ja. Erst einen dicken machen und dann versuchen zu fliehen. Nicht mit mir. Oh, das hat sich gelohnt. Aber leider keinen Sprit bekommen. Das war scheiße. Halt, stopp. Ich glaube, wir haben jetzt genug für unseren dritten Schild. Yes. Sehr nice. Da fühle ich mich gleich besser, weil manche Dinge halt... Also auch diese ganzen Kampf... oh, nein. Kampffähigkeiten manchmal... Das ist... Wir kriegen Spritprobleme, Jungs. Ach, nicht schon wieder so eine dreckige... Ups, halt, da muss er hin. Ui, alles vorbeigeschossen. Alles vorbeigehämmert. Na, siehst du, das hat sich gleich bezahlt gemacht. Die müssen ja einen Ausweichwert haben. Könnten wir auch mal umbauen, ne? Ist ja noch nicht so wirklich. Juhu! Drecksack. Juhu, sag ich. Ja, wir werden irgendwie langsam mit dem Sprit Probleme bekommen. Nebel. Nebel, ganz doof. Socialized, ja, ist okay. Da müssen eh durch den Webel wahrscheinlich, ne? Und dann. Na, zwei Felder mit Nebel müssen wir machen. Ja, also wie gesagt, wir werden da ein bisschen mit Fuel-Probleme bekommen. Ich hoffe, dass wir in den nächsten Sprüngen eventuell das eine oder andere finden. Denn ein bisschen Sorgen mache ich mir, dass wir doch irgendwie out of fuel laufen. Das ist an sich nicht wirklich schlimm. Man wartet dann einfach nur auf die Rebellenflotte und kämpft dann mit denen. Aber trotzdem ist es eine sehr unangenehme Geschichte. Ich fühle mich zwar zugegebenermaßen relativ sicher mit der Bewaffnung, aber eben nicht unbesiegbar. Und von daher will ich es auch jetzt gar nicht probieren. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen. Freue mich auf die nächste Folge. Hoffe, diesmal wird es nicht so lange dauern. Wie gesagt, versprechen will ich es euch nicht, weil ich kann es nicht. Und wünsche noch einen schönen Tag.